Hallo, wie versprochen möchte ich euch zeigen heute, wie wir dieses sogenannte Batbut, das marokkanische Brot aus der Pfanne machen. Dafür habe ich vorbereitet einmal hier so eine Teigbearbeitungsschüssel, ein nasses Tuch drunter, damit die mir nicht verrutscht. Dann habe ich hier normales Weizenmehl und hier Semolina, also Hartweizengrieß als Mehl. Das bestelle ich mir immer online, damit schmeckt das Brot richtig lecker. So, dann machen wir die zwei Mehlsorten jetzt gerade in die Teigschüssel und dann vermische ich das schon mal so ein bisschen. So, das sind übrigens 400 Gramm pro Mehlsorte. Dann habe ich hier 20 Gramm Hefe. Salz. Die genauen Zutaten findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. So, und dann hole ich mir jetzt eben noch 2 Liter warmes Wasser. So, der erste Liter. Und jetzt fange ich an und gebe mir hier in die Mitte ein bisschen Wasser. Das kommt immer in Etappen dazu und fange an, das Ganze zu verarbeiten. Viel Wasser auf einmal reingemacht. Das heißt, ich brauche jetzt noch ein bisschen was von der Semolina. Das Hartweizengrießmehl. Braucht man ein bisschen länger, bis das die Flüssigkeit aufgenommen hat. Deswegen ist jetzt auch schön kneten angesagt. Aber ich merke schon, ich brauche noch ein bisschen was von der Semolina. Je mehr wir hier kneten, umso schöner, fluffiger, lockerer wird nachher der Teig. Immer, mir hat die Ilham in der Kochschule in Marrakesch immer gesagt, Boxing und Stretching. Sie hat es natürlich mit einer kleineren Teigkugel dann immer so dieses Stretching, aber dafür ist mein Teig noch nicht elastisch genug. Ich muss hier erstmal ein bisschen quellen. Bisschen Semolina. Okay, wenn ihr seht, der Teig löst sich relativ gut, immer beim Kneten aus der Schüssel, hat er die richtige Konsistenz. Und dann machen wir noch so ein bisschen Stretching. Und dann
holen wir den Teig bloß auf die Arbeitsfläche. So. Und dann komme ich hier in die Teigschüssel. Ein bisschen Mehl. In meinem Fall habe ich jetzt hier die Semolina, also das Hartweizengrießmehl, wie auch immer der deutsche Name ist, ein bisschen verteilt. Und jetzt hole ich mir so einen Teigschneider und mache jetzt 4 gleich große Teile daraus. Wenigstens in etwa gleich groß. In etwa. So. Und jetzt mache ich mir hier runde Kugeln raus. Es gibt schöne große Fladenbrote. Und setze die hier einmal in die Teigschüssel. Dabei kommt immer noch so ein bisschen Luft mit rein. Bei diesem Rundformen oder Wirken sagt man ja. Ein bisschen Semolina drüber. Und dann wird das jetzt mit einem Handtuch abgedeckt und darf erstmal so eine gute halbe Stunde gehen. Dann sehen wir uns wieder. So, die Teigkugeln sind gegangen. Ich habe schon eine Pfanne aufgestellt auf halbe Kraft. Und jetzt holen wir uns das erste Brot mal hier raus. Ich mache das jetzt noch ein bisschen platt, ein bisschen größer. Und versuche einigermaßen rund zu sein. So, dann kommt das erste Brot in die Pfanne. So, und jetzt heißt es einfach das Brot backen. Ein bisschen Geduld ist gefragt. Ich trenne mir hier die anderen Brotlaibe noch mal ein bisschen mit dem Messer, damit ich das nicht wieder reißen muss, wie gerade eben. Es dauert jetzt ein bisschen. Ich brauche noch. Ich bin oft zu ungeduldig. Hier heißt es wirklich Geduld haben, dass unten eine schöne Kruste entsteht, dass man das Ganze auch einfacher wenden kann. So, jetzt habe ich das von jeder Seite ein paar Minuten braten, backen lassen. Und jetzt kommt noch der Rand. Das heißt, ich halte das Brot jetzt fest und lasse jede Seite kurz auf dem Herd in der heißen Pfanne. Drehe das dann, weil es soll ja auch der Rand schön durchgegart sein. Das Brot lässt sich, wenn es abgekühlt ist, direkt einfrieren und dann wunderbar im Ofen kurz aufbacken oder auf den Grill legen. Also nicht nur als Beilage für eine Tagine, sondern auch so zum Grillen oder ja, Antipasti, wenn man ein bisschen was trinkt. Die Bärlauchbutter mit dazu oder eine Knobi-Butter. Schmeckt das auch richtig lecker. Wer will, kann die Fladen auch dünner machen, dann einfach kleinere Teigkugeln vorbereiten und kann die dann als Dönertasche füllen. Das ist auch was total Leckeres. Dann aber nicht so dicke Taschen, so dicke Kugeln machen, sondern dann die Menge vielleicht auf 8 Portionen und die Fladen relativ dünn. Dann hat man auch eine wunderbare selbstgemachte Dönertasche. Geht alles und ohne Ofen, das finde ich halt total klasse. Noch mal einen ganz kleinen Moment bei kleiner Hitze. Hier habe ich einmal nicht schnell genug umgedreht. Sagen wir es mal nett, das sind Röstaromen. Gucken wir doch mal. Es klingt wohl. Das heißt, unser Brot ist fertig. Und ja, dann legen wir das mal auf die Seite. Und ich kümmere mich jetzt um das nächste. Dann in die Pfanne. Ah, jetzt habe ich was vergessen, was ganz wichtig ist. Das Mehl da drin wird ja braun. Zwischendrin immer mit dem Küchentrepp hier das braune Mehl rausschaffen, damit uns die Fladen nicht verbrennen. So, jetzt aber. Und jetzt kommt der zweite Fladen. So, das letzte Badbrot-Pfannenbrot haben wir fertig gebacken. Wenn man das hört, das ist wunderbar gar. Der Rand rundherum braun. Jetzt verbrenne ich mir die Finger. Wir machen jetzt aber mal eins auf.
es einfach mal ein Stückchen raus. Und wie ihr seht, wunderbar fluffig. Und in Marokko ist das eine gern gesehene Beilage zu jeglicher Art von Tagine. Und wenn ich bei Freunden in Marokko zu Besuch bin und wir zusammen essen, dann kommt die große Tagine in die Mitte vom Tisch. Jeder schnappt sich ein Stück Brot, macht's auf und holt sich damit quasi ein Stückchen aus der Tagine und ab in den Schnabel. Und das Brot werde ich jetzt auch in meinen Schnabel schieben. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr einen Daumen hoch oder ein Abo da lasst. Und ansonsten freue ich mich auf nächste Woche mit euch. Tschüss!